In dem heutigen Video vom Pössl Trenta 640 zeige ich euch ganz viele verschiedene Details, wie geschickt der Trenta 640 von innen aussieht, wie man Internet reinbringen kann, wo ein guter Fernsehplatz ist, was wir für eine Rundumsichtkamera verbaut haben und dass es eben doch die Möglichkeit gibt, eine Gassteckdose zu verbauen. Das alles und noch ganz viele weitere Details seht ihr in dem heutigen Video vom Pössl Trenta 640. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Wie eben schon angekündigt, zeige ich euch heute ein paar Details, die wir am Trenta 640 hier umgebaut haben. Bevor wir damit loslegen, weil heute einer der heißesten Tage des Jahres wahrscheinlich werden wird, machen wir aber eins, das Allerwichtigste in einem guten Campingurlaub. Wir fahren uns mal die Markise aus, dann bin ich nicht so geblendet, wir stehen nicht im Schatten und die Energie für alle Details in dem Video ist größer. Ich hole uns mal die Kurbel mit dazu und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Die meisten von euch werden sich natürlich mit Markisen und solchen Dingen auskennen. Wir haben jetzt in dem Fahrzeug hier eine Firma F80 verbaut. Das ist einer von drei Herstellern, die man so nehmen kann. Die ist 4 Meter lang. Die Markisen an solchen Fahrzeugen haben immer 2,50 Auszug. Und wir haben hier einmal den einen Arm drauf. Der Vorteil der Firma-Markise ist für mich so ein bisschen, dass der Kurbelmechanismus hier draußen ist. Bei Thule habe ich so ein T-Stück, was ich reinstecken und verdrehen muss. Bei der Firma-Markise habe ich die einfache Lösung, einfach eine Öse reinhaken und ich weiß immer genau, was Sache ist. So, wir schnappen uns hier mal beide Arme raus. Und dann fahren wir uns die Markise mal raus und dann merke ich gleich, dass das ein Arbeitsklima ist, mit dem ich sehr viel besser umgehen kann. So. Das ist jetzt nicht unbedingt der optimale Boden für Markisen hier, aber zum Glück ist es heute windstill. Ansonsten müsste man jetzt eigentlich mit Erdnägeln das auf dem Boden fixieren und im Idealfall vielleicht sogar noch ein Sturmabspannband oder sowas mit dabei haben. Ja, herzlich willkommen. Ein Trenta 640. Bevor wir es im Detail vergessen zu sagen, der Wagen wird zusätzlich von uns noch ein anderes Fahrwerk und Offroad-Bereifung und solche Dinge bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren. Einfach hier unter dem Video auf Kanal abonnieren drücken und dann bekommt ihr eine Mitteilung, wenn das neue Video auch rausgekommen ist. Da werden wir eine richtig schöne Offroad-Höherlegung, ich sag mal so ein bisschen Allrad-Light ohne echten Allrad mit einbauen. Und das, glaube ich, wird dem Auto zum einen optisch extrem gut stehen und vor allem auch nochmal Fahrkomfort, Federungskomfort und solche Dinge mit verbessern. Aber das ist nicht das Thema in dem heutigen Video. Heute gucken wir uns mal an, was wir sonst so an dem Fahrzeug umgebaut haben. Premium-Wetter, heiße Temperaturen. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank im Trenta 640. Das heißt, wir haben verhältnismäßig hohen Stromverbrauch. Da hat sich der Kunde hier natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Und bei hohem Stromverbrauch und viel Freistehen kann man jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich drei. Entweder ihr macht gar nichts und irgendwann sind die Batterien leer. Oder ihr baut euch in irgendeiner Art und Weise eine Solaranlage auf. Wir haben bei den meisten Kastenwagen Solaranlagen drauf, weil das in meinen Augen den Ansatz Kastenwagen komplettiert und euch wirklich unabhängig macht. Hier ist aber so, dass der Kunde gesagt hat, ich brauche gar nicht eine dauerhaft fest verbaute Solaranlage, weil wir doch regelmäßig auf Stellplätzen stehen. Aber wenn ich irgendwo längere Zeit stehe, dann will ich mich punktuell auch in den schlechteren Jahreszeiten verstärken können, indem ich das Solarpanel direkt zur Sonne ausrichte. Und wenn ich im Sommer stehe, möchte ich gerne eins haben, dass ich mit dem Auto im Schatten stehen kann und die Solaranlage in der Sonne ausrichten kann. Wenn das die Wünsche sind, die ihr habt, dann gibt es eigentlich keine Alternative zu einem mobilen Solarpanel. Und das haben wir hier mit dabei und ich hole uns mal ganz kurz das Panel mit dazu. Das sollte im Idealfall genau hier hinten drin liegen. Bei uns ist das momentan die in Anführungsstrichen Standardlösung, die wir verbauen. Das ist, können wir, bevor wir es anschließen, uns das einmal anschauen, relativ groß. Das sind 3x40 Watt, also 120 Watt Leistung insgesamt.
von Fässern, das ist so einer unserer Hauptsolarzulieferer. Unser mobiles Solarpanel ist immer so, dass ihr eigentlich die gesamte Technik hier am Panel dran habt. Das nehmen wir einmal kurz zur Seite. In der Tasche ist einfach ein Anschlusskabel mit dabei. Und dann je nachdem, was man für einen Regler haben will, habt ihr einen Regler, der irgendwo in der Verkabelung quasi fliegend mit dabei ist. In dem Fall und beim mobilen Solarpanel durchaus was, was auch eine clevere Idee ist, war der Wunsch des Kunden zu sagen, ich möchte informiert sein, was aus dem Solarpanel rauskommt, weil ich ja bei so einem mobilen Solarpanel durchaus die Möglichkeit habe, das auszurichten. Deswegen haben wir hier einen Regler mit Bluetooth-Schnittstelle. Das gucken wir uns auch gleich mal genau an. Und da beim Trenta die Batterien unterm Fahrersitz sind, unterm Beifahrersitz sind, haben wir auch dort den Kabelanschluss. So, jetzt muss man mal gucken. Hier gibt es einen Stecker, da steht Batterie drauf. Das sind einfach Schnellverschlüsse, die wir mit anbauen. Das ist mit einem Handgriff dort dran. Kann das auch anstecken, wenn quasi schon was aufgeklappt ist? Oder muss man darauf achten, irgendwie, dass das kein Strom läuft? Nö, das kann man, also ich mache es, müsste ich mal nachgucken, das ist eine clevere Frage. Ich mache es tatsächlich so, dass ich es erst zusammenstecke, bevor ich es aufklappe. Aber ich glaube, es würde auch nichts passieren andersrum. Aber es macht sicherlich Sinn, es immer erst aufzuklappen. So, jetzt haben wir das verbunden. Da ist natürlich noch keine Leistung drauf, weil wir es noch nicht aufgeklappt haben. So, muss ich nur aufpassen, dass ich mir hier keinen Kabelsalat mache. Und jetzt haben wir hier eine ganze Menge Kabelweg, um das Solarpanel ein bisschen außerhalb des Autos aufzustellen. Theoretisch steht unser Auto jetzt im Idealfall im Schatten und wir haben es gemütlich. Und dann nehme ich das Solarpanel und stelle das da hin. Das hat hier auf der Rückseite so kleine Stoffklappscharniere quasi, mit denen ich das abstützen kann, dass das auch freistehend zur Sonne ausgerichtet sein kann. Ich kann das natürlich auch in die Windschutzscheibe legen, irgendwo am Auto oben festmachen, aber so kann man das frei hinstellen. Und jetzt wird im Prinzip auch direkt geladen. Einmal habt ihr die direkte Kontrolle am Solarregler, der jetzt hier einfach nur mit seiner blauen LED sagt, Balk, also der ist quasi voll. Wir haben jetzt das Auto, ist voll geladen, also wird jetzt auch nicht allzu viel an Solarladung rauskommen. Aber wenn ihr genau wissen wollt, was passiert, gibt es eine Victron Connect App. Da habe ich eben schon mal den Regler vorweg verbunden, der jetzt sagt, aktuell 85 Watt Ladung, wir haben Spannung 18 Volt oben am Solarpanel, 12,9 Volt unten an der Batterie. Aber das ist gerade nicht die volle Leistung, die momentan rauskommt, weil eben der Regler erkannt hat, dass die Batterien voll sind. Aber er würde jetzt, wenn natürlich viel Verbrauch ist und der Kühlschrank jetzt richtig lädt, auch viel und schnell nachladen. Und ich glaube, an so Tagen wie heute kommt man damit locker klar. Zumal wir hier in dem Fall eben auch zwei große Batterien drin haben und ihr mit 2x95 Amperestunden sowieso schon gut aufgestellt seid und das kombiniert mit einer Solaranlage sicherlich noch mal fitter. Weil ja, ob man auch zwei kombinieren könnte, theoretisch? Man könnte auch davon sicherlich zwei kombinieren. Man muss dann halt gucken, dass der Regler auch passt und vor allem auch gucken, dass das Gesamtkonzept Batterie, Solaranlage, Regler alles aufeinander abgestimmt ist, weil am Ende glaube ich, dass mir eine doppelt so große Solaranlage gar nicht so entscheidend weiterhilft, weil ich gar nicht so viel Batteriekapazität habe. Und entweder ist das Wetter schön, dann kommst du mit 120 Watt, so wie es da steht, aus. Oder das Wetter ist schlecht, aber dann reichen noch 240 Watt. Wahrscheinlich nicht. Deswegen muss man da so ein bisschen gucken, wie das zusammenpasst. Vorteil ist halt, parken im Schatten, Solarpanel in der Sonne, bessere Ausrichtung zur Sonne. Nachteil der mobilen Solaranlagen ist halt, dass es mobil ist. Ihr müsst euch darum kümmern, dass es da ist. Wenn man das Auto alleine irgendwo stehen lässt, kann man es eigentlich nicht draußen stehen lassen. Und ein fest aufgebautes Solarpanel lädt vielleicht nicht immer ganz so optimal, dafür aber konstant und dauerhaft. Im Idealfall kombiniert ihr beides, aber so sind es auf jeden Fall zwei tolle Alternativen. So viel zum Thema Solar. Ich packe das jetzt mal kurz wieder zusammen und dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch so Schickes verbaut haben.
Wenn ihr so ein schickes Fahrzeug habt wie den Trenta 640 hier, dann ist natürlich auch wichtig, dass man den vernünftig absichert. Das haben wir in dem Fall jetzt eine der Stufen, die wir hier eingebaut haben, sind die Heosafe-Schlösser, die wir drin haben. Die haben wir euch auch das ein oder andere Mal in den Videos schon gezeigt. Das Prinzip ist ganz einfach. Ihr geht rein, verschließt von innen die Tür, einfach mit einem Drehriegel. Der greift hier hinter die Tür. Und wenn jemand jetzt versuchen würde, die Tür aufzubrechen, kann er sie nicht aufmachen, weil sie mechanisch davon gehalten wird. Um das Auto dann komplett abzusichern, geht ihr durchs Auto durch, kommt durch die Schiebetür raus und habt auf der Schiebetür hier und auf der Hecktür hinten ein zweites Schloss, was mit dem gleichen Schlüssel funktioniert, was ihr dann einfach hier darüber dreht, damit man auch, wenn man jetzt Scheibe einschlagen würde oder aufbrechen würde, die Tür nicht einfach aufmachen kann. Grundsätzlich muss man natürlich bei all diesen Absicherungssachen sagen, wir reden nie über eine hundertprozentige Sicherheit, sondern wir erschweren den bösen Menschen das Reinkommen. Das ist mir ganz wichtig, dass man das sagt. Mit jedem Schloss, mit jeder Lenkradkralle, mit jeder Radkralle kommt ihr ein paar Minuten weiter an die Zone, wo es für denjenigen, der das Auto klauen will, nicht mehr attraktiv ist, euer Auto zu klauen und er einfach den nächsten nimmt. Und da muss man sich selber halt so ein bisschen hinterfragen, bin ich bereit, diese ganzen Schritte zu machen? Oder lebe ich mit dem Risiko, dass vielleicht irgendwann auch mal was wegkommt? So ein Satz Schlösser ist für mich immer so ein bisschen die Grundlage, weil es schnell und einfach zu bedienen ist, keinen Platz wegnimmt und ein echter Schritt in die richtige Richtung ist. Um es schöner unter der Markise zu haben, haben wir hier so eine Regenrinne angebaut. Es hat einmal den Vorteil, wenn die Markise eingefahren ist, dass das Wasser, was von oben runterläuft, wenn die Tür hier geöffnet ist, nicht hier ins Fahrzeug reintropft, sondern zu den Seiten wegläuft. Und da ist eine kleine Fernbedienung mit dabei. Im Hellen sieht man das jetzt nicht so sehr. Aber da oben, die mit den LEDs, die über die Fernbedienung auch dimmbar sind, habt ihr eine richtig tolle Außenlampe. Gerade wenn die Markise rausgefahren ist, ist das richtig Licht. Und dadurch, dass man es dimmen kann, ist es eben dann auch sogar relativ gemütlich, wenn man es runterdimmt. So, das machen wir wieder aus und legen wir auch nach vorne. Ja, wenn man hier die Schiebetür sieht, fällt einem vielleicht gleich als erstes auf, was den Trenta so besonders macht gegenüber ganz vielen anderen Fahrzeugen. Und zwar ist das der mordsmäßig breite Eingang. Wir haben das schon ein paar Mal gemessen, aber ich vergesse solche Zahlen gerne immer mal wieder. Das ist meiner Meinung nach im Kastenwagensegment der breiteste Durchgang, den ihr hier haben könnt. Wir haben 79,5, fast 80 cm Breite, die hier drin ist. Und das ist sogar für Menschen in meinem Format eine richtig elegante Einstiegsmöglichkeit. Da kann man sich fast zu zweit in den Eingang setzen. Und das müsste man mal in den anderen Autos gucken. Wenn man jetzt nicht ganz so breit ist wie ich oder ich mit einem Kind, könnte ich hier ganz entspannt sitzen. Oder ich kann sitzen bleiben, während ich den coolen Kühlschrank aufmache, der hier mitten im Eingang ist. Kleines Gefrierfach mit dabei hat. Wie vorhin schon gesagt, natürlich ein Kompressorkühlschrank ist. Und das gleiche Prinzip hat wie viele andere Kühlschränke momentan, dass er auf beiden Seiten angeschlagen ist. Also ihr könnt vom Einkaufen wiederkommen, von hier wunderbar beladen oder auch wenn ihr unter der Markise draußen sitzt, schön die Getränke rausholen. Aber genauso eben auch beim Kochen oder wenn man einen Tisch decken will, von innen perfekt rankommen. Ja, bei den D-Line-Modellen von Pössl, wo der Trenta dazugehört, ist die Trittstufe immer serienmäßig mit dabei. Genau wie die Zuziehhilfe. Das sind für uns so Standards, die man aber nicht vergessen sollte zu erwähnen. Wenn ich die Tür zumache, ich mache es jetzt mal bewusst langsam und leise. In dem Augenblick, wo hier hinten der Kontakt geschlossen ist, zieht der Trenta sich mit seiner Zuziehhilfe ganz von alleine rein. Das ist ein Feature, das haben wir bei ganz vielen größeren, deutlich teureren Autos leider nicht. Was ebenfalls schick ist, im Hellen fällt das alles nicht so sehr auf, ist das Lichtkonzept von dem Fahrzeug. Ihr habt hier überall Lampen mit drin. Im Küchenblock sind Lampen. Überall hier oben in den Schränken habt ihr Lampen mit dabei, die hier das alles indirekt haben. Der Baldachin hier vorne ist drin und das ganze Auto ist halt auf Luftigkeit angelegt sozusagen. Während ihr bei den meisten Fahrzeugen über dem Fahrerhaus hier das Fach habt, hat man beim Trenta gesagt, wir machen uns das Leben ein bisschen aufwendiger. Wir schneiden das originale Fiat-Fahrerhaus weg und machen da eine richtig schöne Verkleidung hin. Und so hat man halt einen mega komfortablen Durchstieg nach vorne. Gerade für denjenigen, der hier großen, breiten Einstieg hat, der alles ein bisschen luftiger mag, wahrscheinlich auch ein Vorteil zu sagen, ich kann mehr oder weniger aufrecht vorne in die Fahrersitze oder mich auf die Fahrersitze setzen. Und das gibt dem ganzen Fahrzeug so ein bisschen das Feeling eines Teilintegrierten. Es geht natürlich auch ein wichtiges, schönes Fach verloren. Bei 640 ist das vielleicht nicht ganz so relevant, aber Sneak Preview,
Es wird zur neuen Saison auch einen Trenta 45 geben. Bei so kurzen Autos ist es natürlich schon viel, viel mehr Thema, brauche ich das Fach da vorne oder nicht. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der Wagen wird. Deswegen auch da nochmal der Aufruf, Kanal abonnieren, um in Zukunft auch eine Info zu bekommen, wenn wir endlich das erste Video vom Trenta 45 haben. Soll ein paar spektakuläre, schöne Ideen drin haben. Und die Händlertagung ist nicht mehr weit, also es geht in Kürze los. Von der Machart kennt ihr den Trenta, den haben wir euch ja als 600er und 640er durchaus schon mal vorgestellt. Wir haben hier diese, ja, ich weiß nicht, nennt man das Stoffoptik, also auf jeden Fall ist da so eine Maserung im Holz mit oder in der Beschichtung mit drin, mit dieser Edelstahloptik unten drunter, alles grifflose Klappen. Das heißt, hier hinten einfach die Entriegelung hinten dran, aber eigentlich ein normaler 640er Grundriss. Wir haben die Sitzgruppe vorne, schöne breite Sitzbank, alles in großzügig. Was ich in Pössl-Welten super schick finde, ist, dass wir hier die ganzen Wände mit Stoff bespannt haben. Das macht das Ganze einfach wohnlicher und gemütlicher und ich könnte mir vorstellen, dass das auch viel Geräusche schluckt, wenn man unterwegs ist. Habe ich einen riesen Eingang, muss ich natürlich irgendwo auch Dinge weglassen. In dem Fall heißt das, dass der Küchenblock ein bisschen kürzer ist als bei anderen 640ern, aber was ich total cool finde, halt alles abgesenkt mit dem Kühlschrank an der Stirn. Dadurch habt ihr eben echt von da, wo ihr jetzt steht, freie Blickachse bis ganz nach hinten und könnt euch das im Auto richtig gemütlich machen. Und 640 zu zweit, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seitliche Staufächer. Wir haben hier unterm Bett, da gucken wir gleich nochmal rein, einen Kleiderschrank zum Anschauen und wir haben dazu noch den großen Küchenblock hier, der auch riesengroße Schubladen hat, die schön aufgeteilt sind. Darunter noch die dritte und hier daneben nochmal ein kleines Fach, da kannst du vielleicht einmal reinfilmen, da sind auch nochmal Einlegeböden drin. Und ich denke ehrlicherweise, dass die Unterschränke dort kombiniert mit den Oberschränken in der Küche dicker ausreichen sollten. Und auch die Arbeitsfläche hier. Mir wird es reichen. Es ist ja am Ende des Tages Kastenwagen und Camping. Ich will ja in so einem Fahrzeug im Idealfall mein Leben draußen stattfinden lassen. Genau wie hier zum Beispiel, weshalb wir eine richtig coole Gasaußensteckdose eingebaut haben. Hat viel Messen gekostet, weil es relativ knapp ist. Und deswegen sollten wir uns mal kurz angucken zwischendurch, wo die Gasaußensteckdose sich befindet. Grundsätzlich versuchen wir immer, Gasaußensteckdosen möglichst irgendwo hier in dem hinteren Bereich unterzubringen, damit man, weil man hier grillt, auf der Beifahrerseite unterwegs ist und man mit dem Grill möglichst weit weg wandern kann vom Auto. Das ist beim Trenta alles nicht ganz so einfach, weil man sieht schon an dem Einfüllstutzen fürs Wasser hier, der Frischwassertank fängt hier hinten an und geht ungefähr bis hier. Jetzt seht ihr schon das Dilemma, was wir haben. Hier oben haben wir die Schiene der Schiebetür, die mit der Schiebetür uns auch in die Quere kommt. Und jetzt muss man eben gucken, ich mache mal die Schiebetür auf. Es ist hier alles kurz vor knapp. Wir haben auf der Innenseite glücklicherweise einen Hohlraum freiräumen können, wo wir den Anschluss machen können. Und so habt ihr hier eben die Möglichkeit, die Gasaußensteckdose anzuschließen. Hier ist ein Endanschlag. Selbst wenn der Schlauch drin steckt oder die Klappe auf ist, habe ich keine Gefahr, irgendwas kaputt zu machen. Aber viel Luft war da nicht. Also Gasaußensteckdose im Trenta, check, geht auf jeden Fall auch. Was total schön ist am Trenta, da mache ich die Schiebetür mal wieder zu, dass man das Ganze sehen kann, ist die Außenoptik. Gerade nachher mit den schwarzen Felgen wird das, glaube ich, nochmal ein anderes Level. Was aber richtig cool ist, ist, dass ihr hier die Bullaugen mit habt. Die Bullaugen haben einen kleinen Nachteil. Ihr könnt die Option Rahmenfenster für den Trenta dann nicht bestellen, weil es eben komisch aussehen würde, wenn wir vorne Rahmenfenster hätten und die Bullaugen hinten als aufgesetzte Fenster. Und damit man das schlüssig und schön hat, haben wir das hier so gemacht. Wenn ihr den Wagen mit Rahmenfenstern bestellen wollt, gehen wir einmal ganz kurz rüber auf die andere Seite. Da haben wir nämlich glücklicherweise gerade noch einen zweiten Trenta stehen, der die Rahmenfenster bestellt hat. Und da kann ich euch zwei Sachen kurz dran zeigen. Immer gute Musik, immer gute Laune in der Werkstatt. Wenn ihr Rahmenfenster bestellt, kommt hier auf der Seite einfach ein ganz normales Fenster, damit ihr die schlüssige Optik habt. Und so hat man jetzt vorne Rahmenfenster und hinten Rahmenfenster. Das zweite, was man hier gut sehen kann, ist, ist ein Maxi-Chassis, wie der drüben auch. Aber hier mit den Serien-Leichtmetallfelgen,
die ihr ab Werk bei Fiat mitbestellen könnt. Das ist quasi diese 16 Zoll Leichtmetallfelge für Maxi-Chassis, wie sie jetzt im Modelljahr 21 kommt. Ansonsten auch ein super schickes Auto. Man sieht, Campo Volo Grau steht dem Trenta auf jeden Fall hervorragend. Aber wir widmen uns wieder unserem Schmuckstück da drüben und gucken mal, was wir da noch so gemacht haben. Ich wäre immer noch für zweiseitige Markisen, weil man dann schön auch auf der Seite Schatten hätte. Aber heute müssen wir mit der Sonne mal klarkommen. Was man von hier gut sehen kann, ihr habt hinten, ich bleib mal kurz da, ich gehe mal ein bisschen dichter ran, damit klar ist, worüber wir sprechen. Hier über mir ist eine kleine blaue, was heißt eine kleine, ist eine große graue Box drauf. Das ist die neue Internetantenne, die Ten Halft rausgebracht hat, die Oyster Connect. Da schauen wir uns jetzt in dem Auto mal kurz an, was wir wo eingebaut haben. Aber auch da gibt es in Kürze nochmal ein komplettes neues Video mit allen Details dazu, warum dieses Konzept, warum die so groß ist, was die Ansätze sind, die anders sind als bei anderen Internetantennen. Aber dass man schon mal eine Idee davon bekommt. Was wir hier gemacht haben, ist keine SAT-Anlage aufzubauen, sondern eben diese Oyster Connect, damit man vernünftig streamen kann und das Ganze mit einem schicken Fernseher kombiniert. Auch dem Oyster Fernseher mit der Soundbar. Ich gehe mal kurz rein und zeige euch das mal kurz. Bleibt mal da und dann können wir mal gucken, was der so kann. Hier war halt der Wunsch, den Fernseher im Bettbereich zu haben. Wir haben jetzt bei dem Wagen die ganze Technik. Es ist nicht so spannend, da ist einfach nur ein Router drin, die ganze Technik hier oben mit verbaut. Und den Fernseher auf dem Schwenkarm hier an die Nasszellenwand, dass man den, wenn man im Bett liegt, schön in die Mitte klappen kann. Wir haben jetzt keine Karte oben drin, deswegen kann ich euch leider das Streaming noch nicht zeigen. Das machen wir aber dann in einem der nächsten Videos mal. Was man halt einfach ganz klar sagen kann, die kleinen Fernseher, die wir im Campingbereich haben, sind ja, was Soundleistung und solche Dinge angeht, relativ beschränkt. Jetzt haben wir hier diesen Oyster Connect Smart TV. Hier hängt hinten noch, wie heißt das Ding dran, so ein T-Mobile, wie heißt Magenta TV Stick. Ein Magenta TV Stick drauf, der eben mit dem Router kombiniert ist. Und damit habt ihr über Online-Streaming im Prinzip Zugriff auf sämtliche Fernsehprogramme, auf die Mediatheken und solche Dinge ja sowieso. Und um eine gute Soundqualität zu haben, haben wir hier so eine Soundbar drin, was eine absolute Empfehlung ist, die ihr übrigens auch als separate Soundbar benutzen könnt, um vom Handy über Bluetooth Musik zu streamen. Also eigentlich ist es auch einfach eine normale Bluetooth Musikbox zusätzlich. Und um das Ganze vernünftig an die Seite zu klappen, schwenkt ihr den hier einfach wieder rüber, rastet den ein, dann ist er dort fest mit dabei. Zum einen finde ich eine elegante Lösung, zum anderen optimaler Platz. Zweimal gemütlich hinlegen, Beine hochlegen und abends sich das richtig gut gehen lassen, wenn man den ganzen Tag draußen in der Sonne gechillt hat oder schöne Fahrradtouren gemacht hat. Ja, serienmäßig habt ihr über dem Bett hier hinten die Dachhaube. Das heißt, ihr habt hier richtig schön viel Licht und wir haben jetzt hier, das ist ja jetzt wieder der mit den Rahmenfenstern, auf der Fahrerseite die beiden Bullaugen fürs Styling und um da auch vernünftig Licht zu haben. Auf der Beifahrerseite die Bullaugen und auf der Fahrerseite das normale Fenster. Und bei dem Wagen haben wir jetzt hinten in den Hecktüren auch nochmal zwei Fenster. Die sind beim Trenta wahlweise, also ihr könnt das Auto mit Fenster oder ohne haben. Ich komme mal zu euch mit nach hinten und dann messen wir mal, wie groß der Stauraum ist. Das geht heute ein bisschen hin und her, merke ich. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, über die wir an dem Auto sprechen müssen, dass man denkt, lieber ein bisschen hin und her hüpfen. Wenn ihr jetzt bestimmte Dinge vermisst, wir haben ganz ausführliche Videos zum Trenta schon gemacht. Das verlinken wir euch einfach oben in der Ecke. Da sind auch die restlichen Maße, über die wir jetzt keine Maße nehmen, mit dabei. Also schaut euch das Video auf jeden Fall auch nochmal an. In der Breite, heute nur die groben Werte, haben wir 1,13. Wahrscheinlich haben wir die Standard 71 oder 70 cm hier vorne, 69,5. Und in der Tiefe haben wir hier, wo es ein bisschen länger ist, 1,31. Und hier 1,26. So, von der Aufteilung kann man das natürlich rausnehmen, pösseltypisch. Könnt ihr die Matratzen wegnehmen, die Lattenroste wegnehmen und könnt, wenn ihr so einem schicken Auto sowas wirklich zumuten wollt, auch Waschmaschinen und so einen Quatsch transportieren. Mietet euch da lieber für 19,95 im Baumarkt einen Transporter und lasst das schicke Auto so, wie es ist. Aufteilung ist hier so, dort haben wir zwei Gasflaschen mit drin. In dem Fall haben wir jetzt zwei Alugasflaschen mit reingestellt und der hat auch eine Duomatik mit drin. Das heißt, wenn die erste Flasche leer ist,
springt er automatisch auf die zweite Flasche um und zeigt euch das auch drin mit an. Hier, das ist das, was ich eben bei der Gassteckdose gesagt habe, dahinter versteckt sich der Frischwassertank. Und was sich da vorne befindet, das schauen wir uns jetzt von innen nochmal komplett an. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist einer der heißesten Tage des Jahres. Ich merke es, dass ich es wirklich warm finde, was mich immer wieder darin bestärkt, dass Kastenwagen das Konzept überhaupt ist, um richtig schöne Urlaube zu machen. Wir haben es draußen bollerwarm, wir haben die Hecktüren auf, wir haben die Schiebetüren auf. Und hier geht so ein angenehmer Luftzug durch, dass das ist wie auf einer Veranda zu sitzen. Und ich denke, so ist angenehm, so könnte ich mir Urlaub vorstellen. Wenn da ein bisschen weniger eigene Wohnmobile drumherum stehen würden und vielleicht ein bisschen Strand wäre oder ein bisschen Bergpanorama, wäre es noch schöner. Aber kann man auf jeden Fall so machen. Wir wollen aber ja heute gucken, was der Trenta 640 kann. Hier haben wir einmal auf der einen Seite die letzte Ecke, das ist quasi der Stauraum, das ist eine Art Kleiderschrank. Ich glaube, dass man das einfach für die Sachen benutzen kann, die man selten braucht. Da ist unsere Gasrohrleitung zur Außensteckdose. Damit man die nochmal separat trennen kann, machen wir immer Abtrennung mit rein, dass keiner draußen mit der Gassteckdose irgendwie Schindluder treiben kann. Und auf der anderen Seite, da muss ich jetzt mal hier einmal rüberrutschen, haben wir auch nochmal, wenn ihr hier um die Ecke guckt, kann man das auch mit hochklappen. Und habt ihr auch nochmal einen kleinen Kleiderschrank beziehungsweise einfach nochmal eine Ecke für Dinge, die man nicht so häufig braucht. So, was haben wir noch an Besonderheiten? Eine Sache, die wir selten in Autos haben, ist hier diese kleine offene Ablage. Das ist halt was man immer wieder versucht, den Herstellern zu sagen, macht doch ein paar kleine, schöne Fächer. Es kann nicht genug Ablagen geben. Ihr seht hier schon, die ist nicht richtig tief. Das liegt daran, und dafür hüpfen wir mal gemeinsam in die Nasszelle, dass Pössl sich das hier ganz clever überlegt hat. Einfach gesagt hat, wir machen hier in die Wand einen zusätzlichen Schrank und hinter dem Spiegelschrank habt ihr einen richtig schönen geschlossenen Schrank für alle möglichen Badezimmerutensilien. Ansonsten haben wir ein schönes normales Waschbecken, eine normale Tedford-Toilette. Was ich immer wieder cool finde von der Idee ist, die Toilettenrolle hier im Schrank zu haben, dass man hier draußen so einen kleinen Spalt hat, wo sie rauskommt. Und das Nasszellenfenster ist wie bei fast allen Pössl-Modellen keine Serie. Das heißt, das müsst ihr mitbestellen. Also überlegt euch, ob ihr das haben wollt oder nicht. Das ist alles nur Hohlraum hier. Geduscht wird mit einem Vorhang. Das ist leider in den Fahrzeugen so. Ihr seht auch, so richtig hoch ist es nicht. Ich bin 1,92 und habe heute meine hohen Schuhe an. Also ich denke, so 1,85, 1,88 hat man hier auf jeden Fall. Aber Duschen im Kastenwagen ist schon immer ein Kompromiss gewesen, wird auch meistens einer bleiben. Für mich ist es okay, im Idealfall dusche ich durchs Fenster draußen oder im Notfall eben auch mal hier drin. Was ich ganz charmant finde, ist, dass wir beim Trenta so eine Schiebetür haben. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl einer echten Raumabtrennung. Das mag ich immer lieber als die Lamellentüren, die wir in einigen anderen Fahrzeugen haben. Ja, das ist eigentlich der Durchgang durch den Wohnraum unseres Trenta. Jetzt schauen wir noch mal vorne ins Cockpit, weil wir hier ein schickes Radio und so ein Rundum-Kamerasystem eingebaut haben. Das gucken wir uns im Detail noch mal an. Aber ich denke, vom Trenta habt ihr einen ganz guten Eindruck bekommen, wie und wo man Fernseher einbauen kann, was man sonst so machen kann. Und wie gesagt, was mit dem Fahrwerk kommt, kommt in einem der nächsten Videos. Also folgt uns da auf jeden Fall. Wir hüpfen jetzt mal auf den Fahrersitz, drehen alles in die Fahrposition, damit ich euch so ein bisschen die Kamerabilder auch im Detail zeigen kann. Und dann geht es gleich weiter. Bevor wir uns das Radio ganz genau anschauen, damit die Fragen gar nicht erst offen bleiben, vielleicht noch mal ein kurzes Wort dazu, was ein Wagen, so wie er hier steht, kostet, was er kann und was wir noch ungefähr eingebaut haben. Also, kurz zusammengefasst, wir haben Pössl Trenta, wir haben einen 160 PS Motor, wir haben die neue 9-Gang-Automatik, wobei so neu ist inzwischen auch nicht mehr, wir haben die 9-Gang-Automatik, bei Pössl typisch das All-In-Paket, wir haben Klimaautomatik, Tempomat, Einparkhilfe, Style-Paket von außen, LED-Tagfahrlicht, alle möglichen Assistenzsysteme. Ich würde mal sagen, eine relativ komplette Liste von dem, was man Pössl-seitig sinnvoll bestellen kann. Das Ganze zusammengerechnet seid ihr am Ende ungefähr bei 60.000 Euro Listenpreis. Und dann, Entschuldigung, durften wir uns in diesem Zusammenhang nochmal austoben und haben so schöne Sachen gemacht, wie hier unser großes 10 Zoll Dynavin-Navigationssystem, wie unseren Rundum-Kamera-Thematik, die wir uns gleich noch anschauen. Dann haben wir das Internetsystem mit dem Router drin, den Fernseher mit der Soundbar, Solaranlage, Markise, Gaswarner,
Sicherheitsschlösser. Wir haben die Fahrertür nochmal zusätzlich abgesichert. Ah, da geht es sogar noch weiter. Die Gassteckdose, 1500 Watt Wechselrichter, die habe ich ganz vergessen zu erzählen eben. Der Wagen hat auch noch 1500 Watt Wechselrichter drin und ein paar Kleinigkeiten mit dabei. Wenn man so eine lange Liste hat und wenn man dann jetzt auch noch, wir lassen das Fahrwerk erstmal draußen, dann wirkt es nicht ganz so viel. Also die ganzen Optionen, die ihr jetzt und heute hier gesehen habt, sind ungefähr 9000 Euro alles zusammen. Und was der Wagen jetzt noch zusätzlich bekommt, ist einmal eben die Höherlegung, eine Luftfeder an der Hinterachse, geänderte Dämpfer, geänderte Federn vorne und die 18 Zoll Felgen mit TÜV-Eintragung und all solchen Dingen, denke ich, wird das auch nochmal in der Größenordnung 4.500 Euro landen. In Summe dürfte man sich also irgendwo im Bereich zwischen 65.000 und 75.000 Euro bewegen, je nachdem, was euch davon wichtig ist. Dann habt ihr aber auch das Rundum-Sorglos-Paket, was wirklich vieles kann. Ja, was vieles kann, ist unter anderem auch dieses Dynavin-Navigationsgerät. Das, was an dem Radio die in meinen Augen schickste Lösung ist, ist, dass es wirklich die komplette Formsprache vom Ducato wieder aufnimmt. Das heißt, wir haben nicht den normalen Doppeldienrahmen, der ungefähr so groß ist, sondern das Radio wölbt sich auf beiden Seiten nach außen und damit habt ihr eben den 10-Zoll-Monitor hier vorne mit dabei. Sobald wir in Rückwärtsgang gehen, springt er automatisch um auf die Rückfahrkamera. Und wenn ich da wieder rausgehe, ist er natürlich auch direkt wieder im normalen Radiomodus. Was man zusätzlich hat, hier wegklappen, wenn es einen stört, kann man es wegklappen, ist so eine Art Rundumsichtkamera. Wir haben hier in beiden Außenspiegeln sind Kameras. Ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal im Schritttempo ein bisschen über den Hof und dann sieht man so ein bisschen gleich, wo wir hinfahren. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, was der passende Knopf ist. Nein, nein, nein. Nein, den habe ich gesucht. Eine Frontkamera haben wir nämlich auch noch mit drin. Und wenn ihr einmal nach vorne guckt, da haben wir so eine kleine Wand. So kann ich mit der Frontkamera nämlich richtig, da würde man doch jetzt schon, wenn man das so nach vorne sieht, würde man denken, müsste doch jetzt langsam mal knirschen. Aber ich habe immer noch Luft und man kann halt wirklich richtig dicht ranfahren. So, gehe ich in den Rückwärtsgang, fahre da wieder weg. Habe meine Kamera mit dabei, dass mir nach hinten nichts passieren kann. Und dann fahren wir mal ein bisschen auf den Hof. Hier gehe ich wieder auf meine Seitenkameras. Ne, mit dem. Ich muss immer noch lernen. Und jetzt seht ihr im Prinzip an der Seite ist die Wand, an der wir eben vorbeigefahren sind, wird hier eben auch noch gezeigt, dass man das alles sieht. In dem Augenblick, der Wagen ist jetzt nicht angemeldet, deswegen kann ich nicht zu schnell fahren, wo man, mal gucken, ob das reicht von der Geschwindigkeit, wo man eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet. Erkennt er das von alleine? Ne, da sind wir jetzt nicht schnell genug. Und bei... So, das ist erstmal der Alarm, dass ich nicht angeschnallt bin. Schneller als 15-20 km/h. So, jetzt bin ich angeschnallt, dann ist das auf jeden Fall auch in Ordnung. Auf jeden Fall würde, wenn man jetzt schneller fahren würde, wir Kennzeichen dran hätten, könnte man sich das mal in Ruhe anschauen. Der Monitor ab 30 km/h automatisch umschalten und euch das Bild von der Rückfahrkamera zeigen, dass man die volle Funktionalität des Radios hat und gleichzeitig auch sehen kann, was hinter einem passiert. Und man kann auch jederzeit immer durch eigene Auswahl sich entscheiden, wo man hin will und kann auch viel noch an den einzelnen Dingen und umstellen. Dass ein Radio mit so einem 10-Zoll-Monitor mehr oder weniger alles kann, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erklären. Wir haben hier über Navi Extras ist die Navigation mit drin. Das ist, glaube ich, auch mehr oder weniger eine Standardsoftware, auf die die meisten Hersteller zurückgreifen. Damit man einmal sieht, was einen erwartet. Das ist eine schöne große Navigation, vor allem aber der riesengroße Monitor, der mit dabei ist. Angeschlossen haben wir das Ganze an die Lenkradfernbedienung, die wir hier mitbestellt haben. Das heißt, ich kann Lautstärke, Telefonanrufe, Sender vor, zurück, alles hier drüber mitsteuern. Und so, glaube ich, kann man sich dann entspannt zurücklehnen, hat den Überblick über alles, was um euch rum passiert, eine schicke Optik. Und das Ganze gut mit verbaut. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, was ihr in euren Autos für Radiolösungen verbaut habt. Ob ihr sagt, solche Kamerasysteme finde ich gut, weil das ja auch so ein bisschen der Trend ist, dass wir jetzt in Zukunft Totwinkelassistenten, 360-Grad-Parkassistenten, Abstandsregeltempomat und all solche Sachen bekommen. Und man muss ja ganz klar sagen, wir nähern uns mit den Wohnmobilen der Pkw-Welt an. Mich würde einfach mal interessieren, ob ihr sagt, das finde ich toll, dass wir endlich alles zeitgemäß bekommen und dass man all solche coolen Sachen haben kann. Oder sagt ihr, naja, es soll ja irgendwo noch Camping bleiben. Lass doch mal die berühmte Kirche im Dorf
wir wollen das komfortabel schlafen, wir wollen tolle Grundrisse, aber diesen ganzen technischen Firlefanz, den wir alle denken zu brauchen, brauche ich nicht unbedingt. Ich bin nämlich immer wieder hin und her gerissen. Einerseits will ich das alles haben und andererseits denke ich, lebensnotwendig ist es nicht. Aber wie so oft einmal benutzt, hat man sich an den Komfort gewöhnt und denkt, naja, das nächste Auto ohne Rückfahrkamera, das geht dann wirklich nicht. Und so geht man immer einen Schritt weiter nach oben. Ja, das war heute unser Blick in den Trenta 640. Wir bauen jetzt das Fahrwerk in Ruhe um. Dann zeigen wir euch nochmal, wie das Auto mit dem fertigen Fahrwerk hinterher ausgesehen hat. Denkt auch dran, uns bei den anderen Videos zu folgen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was sich so tut, weil jetzt die neue Saison anfängt und Stück für Stück die Neuheiten fürs Modelljahr 22 dann hoffentlich endlich auch vorgestellt werden. Bleibt alle gesund, bis bald, alles Gute, schöne Grüße aus Stoven. Musik